Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich bin gerade ein bisschen angepisst, und zwar so richtig. Ein bisschen ist sogar untertrieben. Ich habe gerade vorhin nämlich einen Part aufgenommen. Wir haben erfolgreich diesen dämlichen Eisdrachen besiegt, und da hängt sich das Spiel auf. Ja, ich freue mich so. Deshalb, soll dieser gottverdammte Drache doch endlich zur Hölle fahren. Ich hasse ihn. Ich hasse dieses Drecksviech, dieses Elendige. Der soll einfach nur sterben für immer und für ewig und für alle Zeit. Diese blöde Drecksau. Na komm, mach hin, du Arschloch. Was ist mit euch zwei Idioten? Wieso bekämpfen die sich gegenseitig? Ja. Und immer dieser Ladebug. Das ist unglaublich. Es ist einfach unfassbar. Ach, halt doch die Klappe, echt. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Drachen so sehr. Ich hasse diesen gottverdammten Scheißdrachen. Wieso Licht, wenn ich doch den Wolf will, du Idiot? Ach, Idiotenverein. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wo hängst du denn? Boah, ey, ich könnte narrisch werden. Ich werde gleich den Spielstand laden, wo der Drache schon tot ist. Ich schwör's euch, wenn das jetzt wieder in die Hose geht, was es allen Anschein nach hat. Und boah, ey, das war so knapp, als ich den besiegt habe. Verstehst du? Und jetzt erfockt mich dieser Scheißdrache schon wieder. Ach, ich werde narrisch. Nein, ich scherm ihn nicht. Aus. Ich lade jetzt den Spielstand, wo das Mistvieh tot ist. Ist mir komplett scheißegal. Komplett egal. Echt, ich dis, Alter. Da, der Beweis. Der Drache ist hin. Wir haben ihn mit zwei Golems besiegt, mit einem Wolf und zwei Goblin-Krieger, also Goblin-Skeletten, so. Der Hort hier ist noch zum Ausräumen. Ich werde wahnsinnig. Hab so lange gebraucht, bis wir den besiegt gehabt haben. Nein, echt. Ich krieg das Kotzen. Sag ich ganz ehrlich. Ich freue mich schon auf Gothic 3. Da wird's nur so von Bugs wimmeln. Sehr schön. Und das Drachenei noch. Jetzt müssten wir alles haben. So. Ich muss da ein Stückchen ausweichen, weil sonst hängt sich das Spiel vielleicht wieder auf. Blödes Kackding, echt. Ist ja wahr. So. Wir hauen jetzt mal ab. Wir haben alles, was wir brauchen. Silvio, dieser verdammte Bastard, ne, der soll auch noch hierher kommen, aber irgendwie ist er nicht da. Ich schau mal, ob der Depp unten steht. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Jedenfalls, Alter, das war so ein harter Kampf. So viel Glück dabei. Ein Golem hat es geschafft, der konnte ihn super tanken. Und wir haben ihn mit einer Klaue Belias-Kombo, also Blitzeinschlag nach dem anderen, umgenietet. Das war haarscharf, weil er war gerade wieder dabei, sich zu heilen. Und ich hatte Glück, dass eben die Blitzschläge, also der Zusatzschaden von der Klaue Belias, dass die so oft getroffen hat, weil sonst, ja, hätten wir ihn nicht besiegen können. Ist mir jetzt ehrlich gesagt wurscht. Dieser Dreckskampf, den mache ich nicht nochmal. Der hat mir jetzt sicher eine Viertelstunde des vorherigen Parts gekostet. Wo kommt's denn ihr jetzt her? Okay, ich muss mich umrüsten. Ja. Mal schauen, ob Silvio überlebt hat. So. Das kommt weg. Krieger. Da. Da. Und der kommt auch weg. Und so. Passt das so? Jo. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal separat speichern, hierhin irgendwo. Für den Fall der Fälle, dass ich mich nochmal ärgern muss. Genau, jetzt kommen alle vier.
Katschanga, komm, geh sterben. Idiotenverein, echt. Jawohl. Genau, was ich hier in diesem Part vergessen habe zu erwähnen, ist, Klimperchepper, dass ich es mir erlaubt habe, hinter eurem Rücken die Klaue Belias aufzuwerten. Und zwar, wie funktioniert denn das, um Gottes Willen? Ganz einfach. Man gehe zu einem Schrein Belias und betet. Doch damit die Waffe stärker werden kann, muss auch der Held stärker werden. Das heißt, alle zwei Stufe aufgestiegen ist eine Aufwertung für die Klaue Belias. Boah, ich hoffe, die gehen mich jetzt nicht an. Ich tue mal schnell speichern. Was für eine mühselige Geschichte. Hallo. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. War klar, dass wir kämpfen müssen. Komm, Katschanga. Komm, Katschanga. Was, Ulko? Nein, ja, ich habe mich nicht geheilt, ich weiß. Ach komm, du Arschgeige, du Blöde. Oh, musst gegen die Deppen noch kämpfen. Es ist halt wieder typisch, ne? Sauf runter den Dreck. Ich hätte um Schlafen gehen sollen. Ich war wieder mal zu blöd zum Schlafen gehen. So. Iss was Gescheites und dann gehen wir es wieder an. So, das müsste reichen. So, wieder speichern, dahin. Meine Güte, echt. Nein, unfassbar. So, ich skipp's ja auch. Klappe zu. So, und du bist dran. Komm, mach jetzt. Blöde. Na, jetzt spinnt wieder Dings rum. Komm, Katschanka. Passt, der erste ist erledigt. Der zweite auch, passt. Puh. Geht ja. So, her mit dem Zeugs. So. Silvia auch, her mit deinem Zeugs. Du kriegst gar nichts, dass das weißt, du Arschloch. Passt. Da haben wir noch einen Feldknödrich. Perfekt. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir nochmal, ob es hier auch irgendwo noch Viecher gibt, die wieder, ja, neu gespawnt sind. Ich hoffe nicht. Ich möchte hier das Gebiet gerne mal abschließen, um ganz ehrlich zu sein. Nein, ich glaube, das schaut sauber aus. Das schaut recht sauber aus. Gut, dann würde ich vorschlagen... Ich schaue da unten noch mal ganz kurz nach, ob hier irgendwas noch lebt. Ansonsten würde ich sagen, kehren wir dann so schnell es geht in die Burg zurück. Ah, da oben lebt was. Habe ich schon gesehen. So, da oben lebt was. Ich speichere es wieder hier hin. Drachenschnappis und normales Schnappis. Okay. Die müssen wir leider plätten. Boah, das sind ganz viele. Nein, die kann ich nicht herschenken, die Punkte. Das geht gar nicht. Die müssen weg. Die müssen weg. Dann könnte man vielleicht sogar noch eine Stufe aufgestiegen bekommen. So, zuerst muss der Drachenschnappi her. Schnappi. Du blödes Mistviech. Komm her. Wow, ich muss weg, weil sonst bulle ich alles. Komm her, du Idiot. Kamera ein bisschen nach oben stellen. So, ist glaube ich gut. Komm her, du Mistviech. Wir sterben. Bam. Jawohl. Sehr schön. Und gleich die nächsten. Kommt's denn her, ihr Scheißviecher. Blöd ist, dass von den Kleinen immer nur einer kommt. Aber wie gesagt, die müssen weg. Das, da geht's. Da führt kein Weg drumherum. Müssen weg.
So, mal zwischenspeichern. Kommt's näher. Komm her, Saufich. Jetzt dachte ich, da drüben, tatsächlich, da drüben sind auch noch welche. Meine Güte. Komm her, gestorben. Passt. Der hat das gleich wörtlich genommen. Sehr nett von ihm. So. Drachenschnappi. Komm her, Saufich. Passt. Haben wir gleich geschafft. Geht zum Glück recht rasch. Komm her, du mieses, fieses, stinkendes, ekelhaftes Scheißviech. Na komm, geh sterben. Bäm, tschack, passt. Erledigt. So, jetzt haben wir ein Tränkelein, nicht schlecht. So, ist gut. Die Waffe gezückt, wieder speichern. Und weiter geht die Geschichte. So. Komm her, du Schnappi. Bäm. Passt der es hin? Da ist der Drachenschnapper. Wobei, dich kann ich gleich ausschalten. Katschanga. Und bäm, tschak, brak, boom, Katschanga. Weg ist er. Sehr schön. Hervorragend. Jo, die Sache ist halt die, ne? Ja, da drüben haben wir Echsenmenschen, ne? Ihr seht schon, es ist da alles voll mit Arschlochviechern, ne? Und es wäre wirklich schade, wenn wir die am Leben lassen würden. Die ganzen Erfahrungspunkte und so, wir brauchen die sowieso. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Ist nicht zum Aufzählen, wie viel. Was ist das für ein Mana-Trank? Oh, Bonus, maximales Mana-Plus. Wird sofort gesoffen. So, zück die Waffe. Wieder schön speichern. Und auf geht's. Boah, das sind glaube ich 5, ne? Puh, das wird eine schöne Probe. Komm, Klaue. Klaue, walte deines Amtes. Jawohl, der erste ist hin. Der zweite ist fast hin. Komm. Der zweite ist hin. Wow. Ja, und jetzt bleibe ich hängen. Jetzt bin ich irgendwie hängen geblieben. Das ist natürlich ein Traum, ne? Meine Güte, ich hasse dich, Ladebug. Ich hasse dich, du Ladebug, du Schircher. Was ist denn jetzt? Jetzt komm. Boah, Alter, ich traue mich nicht mehr zu laden, ey. Ich hab schon voll Schiss, dass es wieder in die Hose geht. Das wäre dann mein dritter Versuch heute, ne? Boah, das sind Echsenmenschen. Das ist echt ein Graus. Warum musst du blocken? Erstes hin. Würdest du bitte sterben? Der zweite ist hin. Nein, keine Chance. Ah, fuck, was mache ich da? Mein Bitte, hör auf mit dem Ladebug. Bitte, ich flehe dich an. Was mache ich da? Was mache ich da? Scheiße. Ich habe so gut wie keine brauchbaren Spruchrollen mehr. Unwetter könnte ich probieren. Dass ich die ein bisschen vorschwäche. Ja, würdest du bitte jetzt mal laufen? Dieses Herumgebacke geht mir am Arsch, echt. Ja, das kannst du vergessen. Ah, wieso ärgert mich das jetzt so, bitte? Ich habe ja keinem Menschen was getan heute. Ich war ein ganz lieber, netter Mensch, wie immer. Und dann tut mich das alles jetzt so schier ärgern. Was ist das eigentlich? Achso, Magie, die habe ich vergessen. Leicht mühselig heute wieder mal, muss ich sagen. Aber das Zeug, da macht halt dann momentan am meisten Damage, was wir so anzubieten haben, ne?
der für den Zaubern fertig ist, ist ja alle Tage Abend, echt. Wenn er mal was treffen wird. Und die kleine Belia, die streikt heute halt auch, ne? War Gott sei Dank, die sind endlich tot. Ekelhafte Scheißkerle, wirklich wahr. Boah, ey. Nee. So, Tränkelein. Echt übel. So, schön speichern. Da muss ich mal auf die Uhr klupschen. Ja, haben wir es gleich überstanden. Alter Schwede. Nee. Was für ein Aufwand, möchte ich schon sagen. Kommt her, ihr vier Deppen. Ihr dämlichen Holzköpfe, ihr. Ja, der ist wieder zu blöd, dass er stirbt, ne? Dann visiert er wieder den Falschen an. Komm, hör auf mit diesen blöden Kackgeräuschen. Komm, geh sterben. Passt. Lol. Ja, ja, schon gut. Die gingen jetzt einfacher, ne? Das ist die Logik dahinter. So. Boah, ey. Schon ein bisschen ein leichter Krampf. Das muss sofort gespeichert werden. Sofortigst und auf der Stelle. Puh. Ja, da kommt man schon... Aha, davon ist wieder ein Troll. Da kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da drüben sind wieder Drachenschnappis, ja. Komm her, du Scheiße. Alter, wie hat es mich denn jetzt weggeschnappt? Jawohl. Perfekt. Troll ist kaputt. Passt. Ach, Alter. Da drüben sind wieder Drachenschnapper. Ja. Ich glaube, wenn wir die da drüben erledigt haben, sind wir hier eh schon fertig. Mir wundert es gerade, dass hier überhaupt noch irgendjemand lebt. Ist nur einer? Ist nur einer, ja. Komm, geh sterben. Perfekt. Sehr gut. Alter Verwalter. Dann können wir hier nochmal kurz vorbeischauen. Servus, begrüße. Ihr lebt ja noch, was mich persönlich sehr wundert. Da hinten ist, glaube ich, eine Innos-Statue, ne? Ja. Da scheint alles noch in Butter zu sein. Dann werden wir hier raus stolpern. Alter, da schaut mal, was da noch alles Viecher sind, ne? Bitte, was greifen die denn jetzt an? Was war das denn jetzt bitte? Oh je. Komm, geh sterben, Schnappi. Geht's, mach hin. So. Nimm das. Du Kack. Ork. Geh sterben. Was, der ist erledigt. Blutfliege ist auch erledigt. Alter Schwede, ne? Was ist das? Eine schwere Ork-Dings. Habe ich die Schnappis überhaupt ausgelootet? Nein. Ja, Uka-Chaka, Uka-Chaka. Euch ne, knöpfe ich mir gleich vor. Wartet noch ein bisschen. Ihr seid gleich dran. Wobei, heute noch? Ja. Die paar da unten müssen wir fast noch plätten. Jui, kommt her. Komm, geh sterben. Geh sterben einfach. Mein Gott, na, du auch. Geht ja. Was für ein abenteuerlicher Bart heute wieder mal. Und ich glaube, da vorne ist eine Belia-Statue. Wenn wir Stufe aufgestiegen haben, den nächsten können wir ja mal probieren. Aber ich glaube,
Nein, wir haben 38. Ich muss dann noch ein bisschen warten. Also 2 Level-Ups würde man brauchen. Dann können wir Belias Klaue wieder, also Klaue Belias wieder aufwerten. Na gut, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Im nächsten Part knöpfen wir uns noch diese Drachensnapper da vorne vor. Säubern den Wald hier. Schauen uns dann beim Fluss da drüben ein bisschen um und kämpfen uns so wieder langsam Richtung Burg zurück. Jo. Für heute war es ja wieder mal ein sehr erfolgreicher Part. Wir haben alle Drachen besiegt, die im Minental gehaust haben. Auch wenn es ein bisschen umständlich war, aber ja, es hat geklappt. Und somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!